Es ist soweit, Zeit für das große Grollburg-Quiz. Tja, Freunde, da sind wir im letzten Part stehen geblieben und der Trump oder Steinblock hat hier ein kleines Quiz aufgezogen. Warum nicht? Wir beteiligen uns. Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, erwartet dich ein grausames Schicksal. Kommen wir zu Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern dieser Burg? Okay, es ist Prinzessin Peach. Luigis Unterwäsche? Nein, es ist der Sonnenschlüssel. Bist du sicher? Ja! Tja. Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird's schwierig. Es geht weiter. Und jetzt Frage 2. Wie viel kosten ein Pilz und eine Feuerblume im Laden von Blütenweiler zusammen? Oha, oha, oha. Es sind 12 Münzen. Es müssen 12 Münzen. Es sind 12 Münzen. Bist du sicher? Die Musik ist einfach genial dabei. Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird's wirklich schwierig. Es geht weiter. Ich mag deine Fliege. Wo kann man die kaufen? Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Oha, oha. Es ist... Kupferisch mit der alte Bruder, Kupolas Kupfried. Müsste es sein. Freunde, ich werde sowieso, es sind 5 Fragen und 3 muss man richtig beantworten. Ich werde aber falsche beantworten, weil danach muss man kämpfen und die Punkte und alles will ich haben. Also, falsche Antworten, los. Oh, deine Antwort war falsch, du Narr. 3 falsche Antworten und es geschieht etwas Schreckliches. Auf zur nächsten Frage. Jetzt kommt Frage 4. Ganz einfach, wo ist das Sternjuwel? Es ist in Lukasburg. Toad Town. Ja. Ich darf ja falsche Frage beantworten. Ah, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage. Jetzt wird es wirklich schwierig. Es geht weiter. Frage 5. Wie kommen wir von Rohlingen ins Feuertal? Mit Mario Kart? Oh. Du Tor, deine Antwort war falsch. Nur noch ein Fehler und dein Schicksal ist besiegelt. Ein einziger Fehler. Auf zur nächsten Frage. Jetzt Frage 6. Welches der folgenden Wiesen hat Hände? Lass mich überlegen. Gumbas? Kalke? Die Fuzzies. Es sind die Fuzzies. Die haben doch... Im Herzen haben sie Hände. Sicher? Wie gesagt, ich mache absichtlich den Fehler, damit ich kämpfen darf. Die falsche Antwort. Haben wir das so 3 Fragen falsch beantwortet? Was für eine Schande. Ist was dran, ja. Okay, back in business. Aber du hast noch eine letzte Chance bekommen. Wenn du diese Monster besiegen kannst, dann darfst du passieren. Aber ich vermute, du hast keine Chance auf den Sieg. Gib trotzdem alles. Aber kein Problem, denn wir wissen, wie wir diese Viecher besiegen müssen. Denn es geht ohnehin nicht anders als mit einem Powerblock. Dann machen wir es direkt mal auf die Kirks. Auf. Das war's auch schon. Es hatte 24 Points. Das hat sich gelohnt. Aber hallo, Tri, du. Aber hallo, Tri. Was? Du hast meine kleine Lieblingin besiegt. Ah! Gut, du hast gesiegt. Also darfst du passieren. Round, round, baby, round, round. Jupp, ich weiß auch schon, was uns da drin in den unendlichen Tiefen erwartet. Und ich freue mich drauf. Ja, nee, Quatsch. Man kann links lang und man kann rechts lang. Und deswegen gehen wir am besten einfach mal links lang. Es gibt Fuzzies. Neue Gegner, die es zu scannen gilt. Fuzzies hat natürlich ihren ersten Auftritt in Super Mario World. War dann aber lange nicht mehr zu sehen. Bis Paper Mario 1, um genau zu sein. Aber hatten ihr Debüt in Super Mario World. Das ist ein Fuzzy. Fuzzies sind mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. Maximale KP 3, Angriff 1, Verteidigung 0. Beim Angriff saugen sie sich an dir fest und absorbieren deine KP. Das Action-Kommando zur Verteidigung führst du aus, sobald sie dich von dir lösen. Weil die Fuzzies so schnell sind, ist es teilweise etwas haarig und erfordert Übung. Nun denn. Will ich erstmal auf der Nase rumtrampeln. Aber dass sie 3 haben, ist hier die Feuerblume prädestiniert. Verdammt. Ja, die absorbieren das und das ist ja nicht schön. Nee, ich krieg's auch nicht wirklich auf die Reihe. Ah, hat er ja gesagt, es ist knifflig, es ist knifflig. So.
jetzt vielleicht. Genau. Überragend. Überragend. Okay, würde ich es betiteln. So. Dann kriegt nochmal einen Hammer auf den Deckel. So. Ihr habt das abgefeiert, ja. Ja. Ich hab's versucht. Die Dinger, den kann ich kaum ausweichen. Weilbaum. Aber gib ihm den Rest. Also, einer weniger und die Party ist los. Mario zeigt einen Daumen hoch, das ist wohl auch nichts Unrecht. Wenn er es macht, muss einen guten Grund haben. Wir können Münzen haben. So. Im Wasser ist mal ein bisschen langsamer, glaube ich, oder? Boah. Wenigstens erster Angriff. Dann bin ich damit einverstanden. Jetzt haben die alle Items. Ich feiere das. So, wollen wir doch mal sehen. Nee, machst du bitte. Schimm. Schäfchen zählen. Gut. Ja, es sind viele, aber ich will meine Feuerblumen dann doch aus irgendeinem Grund noch aufheben. Auch wenn sie mich ganz schön nerven. Ja. Mit dem Absorbieren. Und gleich zweimal die arme Gumbrina, du. Wie genau? Schreibt ruhig in die Kommentare, wie ich das am besten angehe, dass ich da ausweichen kann. Gut. Da war es nur noch einer. Den werde ich jetzt auch ganz regulär besiegen. Damit ich keine Items verbrate zwingend. Okay. Ja, aus den Gumbrinas KP gehen zur Neige. Kann man nicht anders sagen. Komm schon. Bams und Bams und. Ja. Sie schafft's. Auch wenn sie ja, auf dem Zahnfleisch kriecht. Mir ist egal. Ha. Supi-tupi. Dann muss ich dann doch. Oh, KP. Da-da-da-da. Gut, 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 gut. KP sind eine schöne Wahl. So, da werden wir auch am Ende des Ganges. Da ist die Mondgedöns. Schlüssel, der Mondschlüssel. Schlüssel in Form eines Mondes. So, jetzt haben wir gleich vier von der Bande. Dann mache ich jetzt am besten kurzen Prozess. Ihr habt ja eben die langen Prozedere gesehen, aber mit einer Feuerblume. Schaut euch das mal an. Zieh genau 3 ab und damit exakt dem, was Fuzzies aushalten. Ich nenne sie ja gerne Fuzzies. Einfach weil sie aussehen wie Fuzzies, verhalten wie Fuzzies und einfach nur Fuzzies sind. Aber original werden sie englisch ausgesprochen, Fuzzy. Das sei nochmal gesagt. Wenn ich ab und zu mal Fuzzy sage, dann ist das so, weil ich sie für Fuzzies halte. Ich meine, Koopas und Goombas sind ja auch irgendwie Fuzzies. So. Oh, wie hübsch. Orden, Multisprung. Ich kann ja... Warte. Ich habe das ja schon erhöht. OP, dass ich jetzt meine Orden... Vorsicht geboten ist gegen gegnerische Angriffe. Mario eher daneben. Kampfwut erhöht einfach deines Partners um 2. Warum habe ich es nicht eingesetzt? Warum habe ich die Orden nicht aktiviert? Na gut, habt ihr mich eh schon geteert und gefedert? Wie viele sind es? 3? Na gut, hier werde ich jetzt ausnahmsweise noch ein letztes Mal normal besiegen, weil ich so einen schönen Erstangriff gerade habe. Aber wirklich, gerne bekämpfen tue ich die ja nicht. Einfach weil sie mich nerven und generell und überhaupt. So, Kopfnuss. Duff, duff. Ja, gib mir den Stern, den habe ich gern. Halleluja! Bingo! Party People in the House! Schön. Sternenergie aufgeladen. Ja, da bekommt der Letzte dann auch. Verdammt. Herz benutzt. Nein! Hilfe! Tja. Gute Nacht. Da pennen sie. Nichts zu machen.
Wie wecke ich euch denn auf? Hat jemand mal einen Hyperheider? Nein? Warum nicht? Oh, einen braucht es ja keiner da, ey. Mit einem Ja, Gott, da ist er wach. Dann mache ich wohl eher... Nee, der ist ja weg dann. Der ist ja weg, da brauche ich nicht großartig mehr rumgimpeln. Nee. Fertig hätte ich doch von Anfang an die Feuerblumen benutzen sollen. Komm, nimm den Powerhauer und der Fisch ist weg, Mann. Der geht auf den Schnürsenkel, Mann. Nun denn. Hast einen guten Schlaf gehabt, Kumprina, ja? Hast dich erholt. Hat Spaß gemacht, hast du schön geträumt, ja? So, egal was jetzt kommt, ich werde die Feuerblume benutzen. Hier geht mir nämlich auf den Keks. Ist mir egal, erster Angriff. Geht mir trotzdem auf den Keks. Dip, dip, dip. So. Weg damit. Die sind prädestiniert für die Fuzzies. Die kleinen Fuzzies. Tschabum. Okay. It's a me, Mario. Er redet so wenig in dem Game, er redet so wenig. Mario Time. Okay, jetzt nimm doch den Sonnenschlüssel und dann können wir hier auch wieder abhauen, ne? Nach einem Kampf, den ich mit der Feuerblume ganz kurz gestalten werde. 4 Stück, das ist mir zu viel. Oh. 4 Stück, wie viele Feuerblumen habe ich noch? Genug, oder? Habe ich noch genug? Billig aus, irgendwie. Irgendwie schon. Aber gelohnt hat sich's. Übelst nice. Alles gleich ein Wunderbärchen. Gut. Gerade wieder den Rückwärtsgang einlegen und dann können wir mit beiden Schlüsseln ja eigentlich zur Burg. Also die muss man da einsetzen. Theoretisch irgendwie. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Fujutsu, ein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden. Fujutsu, Fujutsu. Ein neuer Gegner. Dann lass mal sehen. Aber die Fassis habe ich gescannt, ja? Eigentlich schon. Blum, blum. Das sind Goldfassi. Fassis mit goldfarbenen Borsten sind sehr selten. Es ist schon unglaublich, was für ein Monster man hier begegnet. Maximale KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Goldfassis saugen sich nicht fest und absorbieren auch nicht deine KP. Mit ihrer Farbe dürfen sie jedenfalls überall auffallen, wo sie auftauchen. Aha. Gut, Powerhauer bitte. Der Powerhauer macht dir ganz schön Aua. Ich hoffe zumindest. Ohne Move. Naja. Fujutsu, das ist ja stark, Fujutsu. Der Kampf fängt gerade erst an, Fujutsu. Auf wie ein Fujutsu. What the F? Tja, weiß nicht, kann man die auch mal scannen? Die Horde? Muss ich mal probieren. So, Achtung. Gut ausgewischen. Hehehe. So, dann, weiß nicht, Scanner. Fuzzy Horde. KKK. Badam bam bam. Das ist eine Fuzzy-Horde, also eine Menge Fuzzies in einer Horde. Was ein Bild. 20, 1, 0. 4 Fuzzies greifen nacheinander an. Achte auf das Timing bei der Verteidigung. Vielleicht ist es ja Arbeit Lüger, zuerst den Kerl zu erledigen, der die Fuzzy-Horde leitet. Ja? Dann... Keine Pelle mehr. Vielleicht ist es Lüger, da hast du recht. Nee, ich weiß schon. Warum geht das nicht so? Naja. Manchmal kann ich nicht wechseln. Warum nicht? Das finden meine Zuschauer echt cool. Was zum? Ich hab doch gut abgewehrt. Ah, das nicht. Ich hab's gemerkt. Das nicht. So. Soll man ein Item benutzen? Powerblock? Hm? Sind wir mal nicht so. Wird denn alle nicht gut tun. Naja. Besser.
Salz in die Ups! Hose gemacht. So. Ah. Warum kann ich denn nicht? Ist das ein Fail von mir? Irgendwie Steuerung oder halt? Dass ich nicht auswählen darf? Okay, let's go. Was zum... Das hat aber gar nicht mal funktioniert. Das umso besser. Nee, du greifst an, bitte. Müssen wohl erledigen. Nein! Ist das so Mäusemelken? Ach so, ich weiß schon, Freunde. Ja, ich habe mich auch jetzt wieder erinnert. Du kannst mit dem Hammer nur den vorderen attackieren. Das ist das. Mit dem Sprung kannst du auswählen. So läuft es. Ah. Tja, tut mir leid. Fuyutsu, nein, Fuyutsu. Ja, haut bloß ab. Hier, Umweltverschmutzer oder wie auch immer. Da ist noch einer. Unliebsame Gegend. Ich verdufte. Dam-dam-dam-dam. Komm, wir safen. Abspeichern tut nicht weh. Man sollte es aber immer mal wieder. Ah gut, ich werde euch mal ein bisschen bekämpfen. Warum denn auch nicht? Sollte man immer tun, weil ist so. Ist besser so. Grims. Dann hat man von allen mehr Punkte, deswegen geht den Kämpfen nicht zwingend aus dem Weg, auch wenn sie natürlich nerven, aber ihr werdet noch dankbar sein. Na, warte. Weil ich ausgerechnet den, der wehrlos war, angegriffen habe, war das schlau? Hier ist gar nichts schlau. Volle Breitzeit hier. Gut, der ist wohl gleich Geschichte. Man kann die Reise weitergehen. Wir müssen den ganzen Weg zurück, aber auch nicht ohne Überraschung. Will kann man schon mal sagen. Jo. Pair that coins. Warum verteilt ihr euch so weit? Gegnerische, ich glaube, es geht los hier. Ja, nee. Doch, blicken erstmal auf die Seite. Gut ist. Brumpf. Auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Was? Oh, nope. Ganzen Effekt. Na, geht ja nicht so ohne weiteres, deswegen. Bam. Achtung! Ja, das hat wehgetan, definitiv. Verdammt. Was hältst du davon, hm? Giganteneffekt, dass ich nicht lache. Ah gut, wir haben so viele Coins, dann nehme ich jetzt das nochmal in Anspruch. Wollen wir nicht so sein, ne? Alles wieder aufgepimpt. Und wir freuen uns. Muss ja nicht mehr alles untersuchen, ne? Ich habe ja alles schon. Oder meint ihr, die Sachen kommen wieder? Schwer vorstellbar. Nun denn! Ja, haben wir noch nicht mehr viel, ne? Mach's mal. Niemand weiß, was kommt. Na? Ja, aber... Okay. Muss selbst gucken, ich habe keinen Blassen gerade. Zeit wird angehalten. Ja, bewegungsunfähig. Dann können wir uns ein bisschen austoben, oder?
arme Kerle. Hüpf ich dir auf deine Nase rum. Du bist hier noch fertig und dann kommt der letzte. Was sagt ihr denn zum Kampfsystem? Was ist denn euer Lieblingskampfsystem? Habt ihr die Auswahl zwischen Paper Mario 1 und 2 quasi? Wie es denn auf der Wii ist mit Super Paper Mario, habe ich Let's Played, und Paper Mario Sticker Star. Ich finde, Paper Mario Sticker Star ist schon ein sehr ausgereiftes System, was mir gefallen hat. Viele werden jetzt mit dem Kopf schütteln, aber doch, doch, doch. Hat was gehabt auf jeden Fall. So, diesen recht belanglosen Kampf habe ich jetzt mal rausgeschnitten, weil... Ja, Freunde, das sprengt uns den Rahmen hier. So, sind wir bald wieder zurück. Deswegen den noch ganz kurz. Unspektakuläre Kämpfe kann ich euch ja wirklich cutten. Zum Beispiel den da. So, und dann kann die Reise auch schon... Danke. Egal, war sowieso voll. Kann die Reise auch schon weitergehen. Ja, also ihr merkt, hier wird viel gefightet und die sind zwar leicht zu besiegen, aber wir haben jetzt schon 5 Minuten gespart. Also eben gerade... Einfach nur immer Fitzelchen und ja, das wird dann zu viel, ne? So, ich muss ja mit den Schlüsseln zurück und deswegen, ich muss ganz kurz was überprüfen. Wenn wir schon mal hier drin sind, ja? Das wollte ich nur wissen, das ist ja das Haus von Kupio. Also einen alten Coolio. Und ja, der ist wohl nicht zu Hause. Gehen wir weiter. Speichern. Nicht verboten, ne? Nicht verboten, aber dennoch. Hier können wir uns ausruhen, aber das lasse ich für den Moment einfach mal sein. Da ist er! Mario, nicht wahr? Also, ich habe hier gewartet damit, also ich wollte dir nämlich erzählen, was... Also, ich meine, bitte ist... also, eigentlich, ich wollte... Darf ich mit dir zusammen gegen Logart kämpfen? Weil nämlich mein Vater hat uns damals verlassen, um Logart zu bekämpfen, aber er ist nie mehr zurückgekehrt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder, naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Logart gekämpft, will auch so mutig sein. Ich halte mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit, bitte Mario. Was eigentlich, wenn man Nein macht? Egal. Ich danke Mario, vielen, vielen Dank. Kupio gehört zum Team. Na, da freuen wir uns doch einen Ast ab. Kupio hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um mit seinem Panzer entfernte Items und Schalter zu erreichen. Ja, nice. Gut. Hältst du X gedrückt, bleibt der Panzer da, wo du ihn getreten hast. Details, gedrückt halten. Und loslassen, dann trifft Kupio Dinge, die hinter Mario sind. Ganz genau. Du kannst Mario auch bewegen, während Kupio in seiner Position verharrt. So kannst du Schalter auch aus größerer Entfernung betätigen. Ja. Und wie sich das verhalten wird, werden wir schon sehr, sehr bald sehen. Merkt ihr, halte X gedrückt, um den Panzer in seine Position zu halten. Im Kampf verwendet Kupio den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden oder er trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Also das Team ändern, drücke Start und wähle Option Team im Menü. Aber ich lasse ich natürlich jetzt erstmal drin. Gut. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Kupio. Und es ist sein Girlfriend. Kupine, hast du uns zugehört? Kupio, du willst wirklich gegen Logart kämpfen? Aber das ist doch... Du bist doch nur ein Träger kleiner Koopa und du bist viel zu ungeschickt, um einen Drachen zu bekämpfen. Das ist Wahnsinn! Nein, Kupine, ich werde ein echter Mann, auch für dich. Und deshalb... Ein echter Mann, ach was? Da musst du dich noch nicht in Gefahr begeben. Du bist etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Kupio. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich nur mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen, schließlich ist ja Mario bei mir, oder? Kupio, Dummkopf! Tja, Gewalt ist eine Lösung. Kupine, bitte, ich werde ganz sicher als echter Mann heimkehren. Also Mario, auf zu Logarts Burg!
Klingt gut, klingt gut. Eines dürfen wir auf dem Weg natürlich nicht vergessen, das ist diese Röhre. Ne, war das hier der Hintergrund? Ne. Verdammt. Das hatte ich nicht vor. Lass mal ganz kurz zurück. Gab's da noch eine Röhre, Mann? Wo war denn die? Ich kann ja gleich mal ganz kurz zeigen, wie er so kämpft. Direkt mal wechseln. Technik, Panzerstoß. Ja, der Powerpanzer. Dann machen wir das. Einfach mal zur Demonstration, ne? Verdammt. Ja, ich muss wieder reinkommen, sonst hätten sie natürlich alle nichts mehr zu lachen gehabt. Mann! Alter, jetzt liegt er auf dem Rücken. Gar nicht gut. Ah, du bist so dumm. Das war natürlich keine... Freunde. Ich überschatte mich. Ja. Ruhmreiche Taten an der Stelle. Schön, dass wir das geklärt haben. Der arme Kleine. Bekommt seine Freundin hoffentlich nicht mit, wie er sich gerade schon wieder anstellt. Du darfst nochmal. Nee, darfst du nicht. Aber er steht wieder. Ja, man, das Leben läuft nicht immer so, wie man möchte. 9 Sternpunkte. Aber ich habe natürlich was Bestimmtes vor. Freunde, Freunde, Freunde. Erstmal werden wir mal unsere BP erhöhen. Was muss, das muss. Komplette Heilung, alles cool. Gib her. Münzen. Ist ja nochmal die andere Röhre geblieben. Die muss ich unbedingt finden. Da, da ist es. Ich sehe es auch schon. Ganz kurzer Offscreen-Kampf. So, und dann können wir hier reingehen. Und ja, das haben wir jetzt schon erklärt bekommen, mehr oder weniger. Danke dafür, Herzilein. Regenerieren sich langsam. Ich kann, glaube ich, ich habe keine OP mehr, ne? Da werden wir uns dann drum kümmern, wenn wir das wieder erhöht haben. Na komm her. Nicht der Rede wert. Weiter. Erfolge über Erfolge. So, wir kommen aber kaum einen Meter voran. Ich hoffe, das könnte sich jetzt mal legen, ja. Oder wisst ihr was? Wie wir das lösen? Wie wir das hier anstellen mit unserem neuen Freund Kupio? Sehen wir am nächsten... Nein. Mach halt. Mond. Schlüssel eingesetzt. Ich mach das noch schnell. Dass wir zur Burg kommen und gut ist. So, die Schlüssel sind eingesetzt, aber ihr seht die Thematik. Steht hier was? Dieser Weg führt zur Burg der schrecklichen Logart. Lass uns alle Hoffnung fahren. Dann willst du doch zur Burg, so drücke beide Teile zur gleichen Zeit. PS, Coopers aus Blütenweiler mit ihren Panzern haben hier sicher keine Probleme. Okay, pass auf. So, gedrückt halten. So, müsste schon funktioniert haben. Ich habe halt nochmal X gedrückt oder losgelassen, muss ich selbst nochmal gucken. Und dann, wo er zurückkam, etwa zeitgleich nochmal draufgehämmert. Und damit öffnet sich mit dieser Röhre der Weg zur ominösen Burg Logart. Warum ist die Burg so verdammt klein im Vergleich zu Mario? Naja, was soll's, Videospiellogik. Hallo, Tri. Ups, ups, ups. Freunde, wir speichern hier. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Da gehen wir durch dieses Tor, also nicht verpassen. Bis dann, Daumen hoch und ciao.